Liebe Freundinnen und Freunde des Bonifatiuswerkes, jetzt haben wir schon die zweite Kerze angezündet. Der zweite Adventssonntag ist heute und das Licht kommt immer mehr in die Welt. Eine Lichtträgerin, eine Heilige in der Adventszeit ist die heilige Lucia. Dieses Fest feiern wir am 13. Dezember. Diese Lucia, diese Figur habe ich von einer guten Freundin aus Schweden geschenkt bekommen, denn in Schweden ist Lucia eine sehr gefeierte Heilige. Eigentlich stammte diese Heilige als eine der ersten Christen aus Sizilien. Vor vielen hundert Jahren wurde sie geboren und wurde verfolgt vom römischen Kaiser Diokletian. Sie brachte den verfolgten Christen in den Katakomben Brot und viele Nahrungsmittel und hatte dabei beide Hände voll. Deswegen wird Lucia heute dargestellt mit einer Lichtkrone. Wenn sie in die Katakomben ging, in die Dunkelheit, dann hatte sie das Licht auf dem Kopf, nicht in den Händen. Die Hände brauchte sie zum Teilen. Deswegen kann Lucia auch für uns als Lichtträgerin ein ganz großes Vorbild sein. Sie kommt in die Adventszeit, kündet vom Licht der Welt, von Christus und zeigt, wie wir Christus nachfolgen können, indem wir das Licht zu unseren Menschen tragen, zu unseren Mitmenschen tragen.